herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute spiele ich mit dem Sebastian eine Runde Blood Red Skies. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Match ein. Wir spielen das Szenario Dogfight. Das Ziel beider Spieler ist es, dem Gegner mehr Boommarker zu geben, als dieser noch Flugzeuge in der Luft hat. Ein Boommarker wird immer dann verteilt, wenn eine Attacke mindestens ein Treffersymbol erwürfelt hat. Sie muss dafür keinen Schaden verursachen. Sebastians Schwadron besteht aus 4 Spitfire, davon ein Ass. Und meine Schwadron besteht aus 4 Messerschmitts, davon ebenfalls ein Ass. Die Positionierung unserer Maschinen wird ausgewürfelt. Sie kann dadurch entweder vom eigenen Spieler oder vom gegnerischen Spieler bestimmt werden. 2 meiner Messerschmitts, inklusive meinem Ass, werden von Sebastian von der Spielfeldmitte abgewandt platziert. Ich mache dasselbe mit 2 seiner Spitfires. Ich platziere meine restlichen Messerschmitts in Cloud Cover, also über dem Schlachtfeld, und Sebastian macht dasselbe mit seinen restlichen Spitfires, inklusive seinem Ass. Eines der wichtigsten Konzepte in Blood Red Skies ist das der Positionierung. Damit wird die aktuelle Flughöhe des Flugzeugs im Vergleich zu anderen Fliegern auf dem Feld dargestellt. Im Spiel wird das mit der Ausrichtung des Modells auf der Base repräsentiert. Nach vorne geneigt bedeutet nachteilig, also tief fliegend. Gerade ausgerichtet bedeutet neutral, also neutral fliegend. Und nach hinten geneigt bedeutet vorteilhaft, also hochfliegend. Die aktuelle Positionierung kann verschiedene Effekte haben. So darf ein Flugzeug zum Beispiel nur auf einen Gegner schießen, wenn dieser sich auf einer schlechteren Positionierung befindet. Ein neutrales Flugzeug darf also zum Beispiel nur auf ein Flugzeug mit nachteiliger Positionierung schießen. Außerdem hat die Positionierung Einfluss auf die Aktivierungsreihenfolge und die aktuelle Positionierung kann ausgegeben, also verschlechtert werden, um verschiedene Vorteile zu erzielen. So kann man zum Beispiel besser und schneller manövrieren oder schneller fliegen. Die Positionierung der einzelnen Flieger zu Beginn des Spiels wird immer ausgewürfelt. Mein Messerschmitt Ass aktiviert zuerst und bewegt sich nach vorne. Es muss sich dabei mindestens die Hälfte seiner Geschwindigkeit von 7 bewegen. Danach kann es sich noch 45 Grad drehen und steigt auf, um seine Position zu verbessern. Die zweite Messerschmitt schließt sich an, bewegt sich nach vorne und dreht sich ein. Und sie steigt ebenfalls auf. Sebastian bewegt seine erste Spitfire nach vorne, dreht sie ein und lässt sie aufsteigen. Die zweite folgt direkt und macht dasselbe. Die Flugzeuge, die in High Cover sind, können jetzt entweder direkt ins Spiel gebracht werden, damit man sie in der nächsten Runde aktivieren kann, oder sie können bis zu 9 Zoll am Spielfeldrand entlang bewegt werden. Sebastian entscheidet sich bei seinem Ass für Letzteres. Genauso bei seiner zweiten Spitfire. Ich entscheide mich, meine beiden Messerschmitts ins Spiel zu bringen, sodass ich sie in der nächsten Runde aktivieren kann. Und damit ist die erste Runde schon vorbei. Ich aktiviere wieder mein Ass, lasse es nach vorne fliegen, drehe es nach rechts ein und verbessere wieder seine Position. Sebastian aktiviert seine erste Spitfire, verschlechtert seine Position und darf sich dafür an einem beliebigen Zeitpunkt 180 Grad drehen. Dann bewegt er sich seine vollen 7 Zoll auf mich zu und verbessert seine Position wieder. Seine zweite Spitfire macht genau das gleiche. Meine 2 Messerschmitts, die in der letzten Runde aus dem High Cover gebrochen sind, verschlechtern beide ihre Position für einen Dive, um sich zusätzliche 6 Zoll zu bewegen. Anschließend steigen beide wieder in neutrale Position auf. Meine dritte reguläre Messerschmitt bewegt sich 7 Zoll nach vorne und dreht sich dann nach rechts ein. Und sie steigt weiter auf. Sebastian bringt seine beiden restlichen Spitfires aufs Spielfeld. Mein Messerschmitt Ass bewegt sich 7 Zoll nach vorne und dreht sich dann auf die beiden Spitfires vor ihm ein. Die zweite Messerschmitt fliegt geradeaus direkt in die Wolkenbank hinein.
Das Spitfire Ass bewegt sich geradeaus und gewinnt an Höhe. Die nächste Spitfire aktiviert und fliegt geradeaus auf meinen Ass zu. Anstatt aufzusteigen, kann man am Ende der Aktivierung auch nochmal schießen. Allerdings ist das momentan aufgrund der Positionierungen nicht möglich. Ihr erinnert euch, man muss eine bessere Positionierung als der Gegner haben, um auf ihn schießen zu können. Stattdessen steigt die Spitfire auf. Sebastian aktiviert die nächste Spitfire und spielt die Aktionskarte Tight Turn. Ja, es gibt Aktionskarten bei Blood Red Skies. Dadurch kann er seine Drehung zu einem beliebigen Zeitpunkt während seiner Bewegung machen. Dann bewegt er sich auf meine zwei Messerschmitts zu. Anschließend versucht er noch aufzusteigen. Allerdings spiele ich die Aktionskarte Great Climb, wodurch er jetzt erst einen Manövertest schaffen muss. Er wirft eine Anzahl Würfel gleich seinem Manöverwert von 3 plus seinem Pilotenwert von 3 und braucht mindestens ein Ass und ist erfolgreich. Das heißt, er darf regulär aufsteigen. Die nächste Spitfire aktiviert und macht einen Dive. Und steigt anschließend wieder auf. Eine meiner Messerschmitts verschlechtert ihre Position für eine Manöveraktion und platziert sich damit direkt im Heck der Spitfire vor ihr. Und dann steigt sie wieder auf. Die zweite Messerschmitt bewegt sich an der Spitfire vor ihr vorbei, richtet sich 45 Grad nach links aus und verbessert ihre Position. Das Spitfire-Ass verschlechtert seine Position, richtet sich aus und bewegt sich dann in die Wolken. Mein Messerschmitt-Ass bewegt sich direkt auf die Spitfire vor ihm zu und macht dann eine Ausmanövrieren-Aktion auf die weiter entfernte Spitfire. Weil er den höheren Pilotenwert hat, gelingt diese automatisch und verschlechtert ihre Position. Die nächste Spitfire gibt ihre Position für eine Manöveraktion aus und setzt sich ins Heck von meinem Messerschmitt-Ass. Und weil sie ihre Bewegung jetzt in nicht benachteiligter Position im Rücken meines Messerschmitt-Asses beendet hat, wird dieses jetzt automatisch in benachteiligte Position gebracht. Die Spitfire schießt jetzt mit dem Angriffswert von 1 plus dem Pilotenwert von 3 und trifft einmal. Und dadurch erleide ich einen Boom-Marker. Ich versuche dem Schuss auszuweichen mit meinem Pilotenwert von 5 plus meinem Manöverwert von 3. Und erwürfle nicht einen einzigen Erfolg. Da mein Ass bereits im benachteiligten Zustand ist, stürzt es jetzt ab. Die nächste Spitfire aktiviert und macht eine Manöveraktion und verschlechtert damit ihre Position und steigt dann wieder auf. Meine nächste Messerschmitt fliegt ebenfalls eine Manöveraktion und setzt sich damit hinter die Spitfire vor ihr. Ich eröffne das Feuer und erziele einen Treffer. Und Sebastian bekommt einen Boom-Marker. Allerdings weicht die Spitfire mit einem Erfolgssymbol erfolgreich aus. Meine Messerschmitt in den Wolken macht eine Manöveraktion und richtet sich damit neu aus und bewegt sich auf die benachteiligte Spitfire zu. Wenn man Wolken verlässt, dann tut man das immer in neutraler Position. Und dann eröffne ich das Feuer auf die Spitfire. Doch die Attacke geht leider daneben. Die nächste Messerschmitt bewegt sich auf die Spitfire vor ihr zu und dreht sich auf sie ein und steigt dann auf. Die unter Feuer geratene Spitfire aktiviert und Sebastian spielt wieder eine Tight Turn Karte. Damit dreht er sie leicht ein und bewegt sie hinter meinem Messerschmitt. Anschließend steigt sie in eine neutrale Position auf. Die nächste Spitfire verschlechtert ihre Position für eine Manöveraktion, setzt sich hinter meinem Messerschmitt und bringt sie damit in benachteiligte Position. Da die Spitfire allerdings im Feuerbereich einer anderen Messerschmitt ist, triggert der Flügelmann-Effekt, der den Verfolgen-Effekt aushebelt. Dadurch behalte ich meine vorteilhafte Position. Die Spitfire steigt auf. Die arg in Bedrängnis geratene Messerschmitt verschlechtert ihre Position für eine Manöveraktion, bewegt sich 4 Zoll nach vorne und dreht sich dann auf die beiden Spitfires neu ein. Anschließend versucht sie noch, die Spitfire vor ihr auszumanövrieren. Weil beide Piloten den gleichen Pilotenwert haben, muss die Spitfire jetzt einen Manövertest schaffen mit ihrem Manöverwert plus dem Pilotenwert. Und mit 2 Assen ist der Wurf erfolgreich und die Spitfire bleibt wie sie ist. Das Spitfire-Ass in den Wolken macht eine Manöveraktion, bewegt sich aus den Wolken heraus,
richtet sich neu aus und fliegt dann Richtung Spielfeldmitte. Und dann steigt es noch auf. Die nächste Spitfire fliegt weiter Richtung Spielfeldmitte und richtet sich nach rechts aus. Anschließend steigt sie noch auf. Die Spitfire daneben verschlechtert ihre Position für eine Manöveraktion, richtet sich Richtung Spielfeldmitte aus und steigt dann wieder auf. Ich aktiviere einen Messerschmitt und mache eine Dive-Aktion und verschlechtere damit meine Position. Und ich spiele außerdem Great Dive und darf dadurch jetzt meine Bewegung verdoppeln für insgesamt 14 Zoll. Und dann steige ich noch auf. Die nächste Messerschmitt bewegt sich 4 Zoll nach vorne und steigt dann auf. Ich muss jetzt dringend mal ein paar Spitfires abschießen, sonst sieht die Sache ziemlich übel für mich aus. Das Spitfire-Ass fliegt 5 Zoll nach vorne und richtet sich dann auf die nächste Messerschmitt aus. Da diese neutral ist, kann das Ass auf sie feuern. Da sich die Messerschmitt allerdings quer zur Spitfire bewegt, darf ich anstatt meinem Manöverwert meinen Geschwindigkeitswert für meinen Verteidigungswurf benutzen. Der Schuss trifft mit 2 Treffersymbolen, was einen kritischen Treffer ausmacht und meine Verteidigungswürfel um 1 reduziert, und ich bekomme einen Boom-Marker. Ich würfle mit 9 Würfeln und brauche nur einen Erfolg, um auszuweichen. Und ich schaffe nicht einen einzigen. Die Position meiner Messerschmitt wird dadurch um 1 reduziert. Die nächste Spitfire aktiviert und bewegt sich direkt auf meine schon benachteiligte Messerschmitt zu. Dann dreht sie sich ein und eröffnet das Feuer. Da sich beide Flugzeuge aufeinander zubewegen, darf die Messerschmitt zurückschießen, unabhängig von ihrer Positionierung. Wir handeln zuerst die Attacke der Spitfire ab und Sebastian trifft. Ich bekomme einen weiteren Boom-Marker und bin jetzt insgesamt auf 3. Ich schaffe es wieder nicht, dem Schuss auszuweichen, und weil meine Messerschmitt schon benachteiligt ist, stürzt sie jetzt ab. Damit ist die Anzahl meiner Boom-Marker höher als die Anzahl der noch verbliebenen Maschinen auf meiner Seite. Das heißt, meine Schwadron flieht vom Schlachtfeld und die Royal Air Force trägt den Sieg davon. Gutes Spiel, Sebastian! Ja, das war Blood Red Skies. Und ich habe verloren. Ja, ich habe verloren. Ich kann eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel sagen zu dem Match, weil es war eigentlich unser erstes richtiges Match bei dem Spiel. Und wir haben vor allem auch die Regeln so ein bisschen ausgetestet und so. Und ich finde es echt ganz lustig, weil es wirklich enorm schnell geht. Also wir haben, ich muss dazu sagen, wirklich eine kleine Story. Ich habe ja vor, ist schon wieder lange her, vor kurzem so ein Video aufgenommen zum Thema, wenn man die Regeln nicht richtig liest. Und wir haben bei dem Spiel die Regeln nicht richtig gelesen. Und wir haben zuerst die Sache mit diesen Treffermarkern falsch gemacht. Das heißt, wir haben diese Treffermarker immer nur dann platziert, wenn ein Flugzeug tatsächlich Schaden genommen hat. Was aber hier ja gar nicht der Fall ist, sondern jedes Mal, wenn du quasi erfolgreich triffst, auch wenn der Gegner ausweicht, dann wird so ein Schadenmarker platziert, beziehungsweise ein Treffermarker. Und damit kannst du theoretisch den Gegner vom Spielfeld jagen, ohne dass wirklich ein gegnerisches Flugzeug abstürzt. Ja, das soll einfach bloß diesen moralischen Effekt klar machen. Aber das haben wir falsch gemacht. Wir haben wirklich erstmal fast eine Stunde lang gespielt und das anders gespielt. Und das war, ja, wir haben dann irgendwann uns gefragt, sag mal, hier passiert gar nichts, weil es ist, ihr habt es vielleicht gesehen, es ist eigentlich relativ einfach, Schüssen auszuweichen. Also es ist gar nicht so leicht, tatsächlich einen Treffer zu landen, der dem Gegner schadet und den Gegner dann auch wirklich vom Himmel zu holen. Und es ist jetzt dieses Mal tatsächlich lustigerweise dann relativ oft passiert, aber eigentlich tut es das nicht, oder es kann sehr gut sein, dass es eben nicht passiert. Und so haben wir halt vor uns hingespielt und haben gedacht, sag mal, wenn wir das jetzt so weiterspielen, dann spielen wir noch 3 Stunden, bis das Spiel zu Ende ist. Das kann doch nicht stimmen. Und dann haben wir eben nochmal nachgeguckt und gemerkt, wir haben es falsch gemacht. Ja. Und dann haben wir es eben direkt einfach nochmal gestartet, weil wir gesagt haben, das lassen wir jetzt nicht auf uns sitzen, und haben einfach direkt nochmal losgelegt. Und
dann hat es irgendwie super funktioniert. Dann ging das Spiel super schnell vorbei und jetzt kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass man das Spiel auch mit noch mehr Figuren spielen kann. Also da kann man so richtig große Luftschlachten auch machen. Und es gibt natürlich auch noch andere Szenarios, wo es dann eher ums Bombardieren geht, wo man dann mit einem Bomber fliegen muss, den eine Seite ein bisschen schützen muss und so. Und also das funktioniert dann schon ziemlich gut. Und es ist auf jeden Fall ein sehr anderes Spielgefühl, muss ich sagen. Also es ist nicht so wie andere Tabletops, die ich kenne, auch nicht wie jetzt die paar Dogfighting-Spiele, die ich kenne, wie jetzt X-Wing oder Battlestar Galactica. Also auf jeden Fall ein Blick wert. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich eine schöne Spielmatte zu machen. Also die Spielmatte, die der Sebastian mir da mitgebracht hat, die war richtig cool. Die hat er sich bei Deep Card Studios selbst gemacht. Der hat einfach ein eigenes Motiv gemacht. Der hat quasi Google Maps angezapft und dann da ein paar Wolken noch drüber gepackt, wo man eben moderne Städte gesehen hat oder moderne Straßen und sowas, und hat das dann eben so sich rausgelassen in dem passenden Format, und das ist richtig gut geworden, finde ich. Also das hat richtig Spaß gemacht, darauf zu spielen. Die Figuren hat auch er bemalt, also auch dafür vielen Dank, Sebastian. Das war ein tolles Match und es war das letzte Match, dass ich jemals in meiner alten Wohnung in Bruchsal aufgenommen habe und aufnehmen werde. Und es war schon so ein bisschen jetzt nochmal beim Schneiden und so. Wird mir schon fehlen, meine kleine Wohnung in Bruchsal. Aber die neue ist auch okay, würde ich sagen, oder? Also euch vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir einen Kommentar da, sagt, wie euch es gefallen hat, wie euch das Spiel gefällt. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal und sagt weiter, dass es den Kanal gibt. Das hilft mir am allermeisten. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.